Ich möchte fortsetzen in den Gedanken über den Advent von Maria Augusta Trapp. Sie sprach über die Zeit. Aber sobald Menschen nicht feiern können, hören sie auch auf, wirklich zu leben. Sie werden dann gleichsam gelebt. Es erhebt sich also die alarmierende Frage, was geschieht mit der Zeit, die dauernd eingespart wird? Wir erfinden immer mehr und noch mehr Maschinen, die uns mehr und mehr von der Arbeit befreien werden, die früher unsere Hände und unser Gehirn getan haben und die uns fieberhaft immer schneller und schneller weitertragen werden. Wohin? Vielleicht zum Mond? Und zu anderen Planeten? Mit größerer Wahrscheinlichkeit, aber zu unserer Vernichtung? Nur die Kirche erhält mit ihrem Licht die düsteren Aussichten der modernen Menschheit. Die heilige Mutter Kirche, denn sie selber gehört einem Reich an, das wohl seine Vergangenheit und Gegenwart in der Zeit, seine Zukunft aber in Welt ohne Ende und der Ewigkeit hat. Es war Herbst, als wir in den USA ankamen. Die ersten Wochen vergingen wie im Flug. So waren sie täglich voll neuer Entdeckungen und bald erlebten wir einen schönen Festtag, den wir nie zuvor gefeiert hatten, Thanksgiving Day, der ausschließlich amerikanische Dankesfesttag. Wir fügten es mit Begeisterung unserem eigenen Festkalender hinzu. Augusta Maria Trapp spricht damals schon von Flügen zum Mond und so weiter. Ich empfinde ihre Sichtweise nicht düster, aber sehr realistisch. Sie stellt einfach die Zeit in das Verhältnis der Vergangenheit, in die Zeit in ein Verhältnis von Raum und Vergänglichkeit. Und damit hat sie philosophisch gesehen recht. Ihr Blick reicht weiter und ich denke, das spüren weltweit viele Menschen. Es ist dahinter ein großer Bogen. Ich werde weitere Strophen von diesem wunderbaren Lied noch umsetzen und danke allen für euer Interesse. Gesegneten Advent, Adventszeit.